Ein neuer Tag, ein neuer Sterni. Willkommen zurück zu Animal Crossing. Let's go to the city. Okay, ein Sterni wäre wohl ein bisschen wenig. Und da läuft uns direkt schon wieder der Keks über den Weg. Schön. Den letzten Part mit ihm beendet, den wieder mit ihm angefangen. Sehr, sehr schön. Hallihallo, heiß N. Na? Auch spazieren, Clef? Hey, Clef, wie sehen eigentlich meine Klamotten aus? Was will er denn hören? Ich find's einfach echt süß. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Genauso süß wie eine Schubkarre voller Eiskaffee und Rhabarber? Ich weiß nicht. Ist das süß? Süß wie ein ganzer Eimer Schokolade, auch wenn ich Schokolade nicht aus dem Eimer essen würde. So, ja, wir werden uns heute um Baileys kümmern und vielleicht ein bisschen Stadtverschönerung mal machen, hier so mit dem Wegdesign, was wir jetzt haben, und uns halt mal ein bisschen, meine Güte, Cursor, und uns mal ein bisschen darum kümmern, das ist das, was ich auftragen will, das halt mal ein bisschen in der Stadt zu verbreiten, beziehungsweise uns halt Gedanken darüber zu machen, wie wir das machen. Aber erstmal, gibt's hier irgendwas Neues, Wurf? Oh ja, so, genau Uhrzeit, aber, ja, hier ist jemand durchgekommen, also, hätte es berühmte Künstler Vinci sein können, so, denke ich schon. Oh, Vinci ist in der Stadt. Das, oh, wobei. Hast du noch Fundsachen? Nee, ist leider leer. So, es tut mir sehr leid, ich werde beim nächsten Mal besser aufpassen. Okay. Das ist schon mal ein Ansporn für mich, durch die Stadt zu laufen überhaupt. Denn bei dem geht das jetzt richtig ab. Oh, was ist denn für ein stylisches Shirt an hier? Bonjour, heißt N. Ein herrlicher Morgen, findest du nicht auch? Ja. Machst du eigentlich manchmal von der Recyclingtonne im Rathaus Gebrauch? Ich schaue da manchmal rein, um zu gucken, ob etwas Brauchbares da ist. Denk jetzt nicht Schlechtes von mir. Das mache ich nur ab und zu. Ist ja nicht schlimm. Da sind geile Items drin manchmal. Man findet manchmal tolle Dinge darin. Und man kann sich aller Sort alte Sache einfach ein für alle Mal erledigen, ja? Und so steckt man zwei Fliegen mit einer Klappe lächeln. Das stimmt wohl. Ich habe da, glaube ich, noch nie was weggeschmissen. Aber egal. Könnte man eine Falle wegschmeißen, die noch in unserer Tasche ist. Die sollte zumindest noch da drin sein, richtig? Oh, und da ist ein Designersofa drin. Hui. Ein Designersofa. Schmeiß mal einfach weg. Verstehe ich jetzt zwar nicht so ganz, aber gut. Also Fallen kann man ruhig wegschmeißen. Die bringen eh nicht viel Geld, wenn man die verkauft. Ich glaube, da muss man sogar eine Entsorgungsgebühr zahlen. Wie dem auch sei, das kann man auch einfach wegwerfen. Das ist jetzt nicht so das Ding. So. Dann werden wir mal wieder unsere Geldsteine abklappern. In der Hoffnung, dass wir wieder eine Menge Sternis bekommen. Ach ja. So. Okay. Jan ist zu Hause? Ja, komm. Wir machen direkt eine Bewohnerrunde, wenn wir schon mal dabei sind. Ach ja. Hallo Jan. Oh, heiß N, hast du mich schon vermisst, was? Ein bisschen. Jo, heiß N. Komm, wir trommeln alle zusammen und schmeißen eine Riesenparty. Eine Wahnsinnsparty. Laden wir Samson ein und Michelle und... wenn wir Fechten gucken, müssen wir unbedingt auch Susi rüberholen. Okay, Susi mag Fechten. Okay, das macht mir Angst. Weil die sowieso so verrückt ist. Ich sag Bescheid, wenn alles klar ist. Yo, Digga. Okay. Yo, Digga. Sag Bescheid. Ich komm zwar nicht rüber, aber sag Bescheid. Samson war offenbar gerade bei Manu, hä? Was läuft da? Oh nein, mein Schlüssel ist weg. Er war hinten in meiner Tasche, diese verflixten Gesäßmuskeln. Er ist rausgefallen, als ich gerade draußen Kopf über Sit-Ups gemacht habe. Pieps. Hey, heißt N, wenn du zufällig darüber schlauberst, sag Bescheid, ja? Oh, wir haben heute doch eine Menge zu tun. Wird wohl doch eher in diesem Part nichts mit Designtechnischem. Also zumindest in diesem Part halt, wie gesagt. Wir müssen einen Schlüssel finden. Das bedeutet, wir müssen angeln. Wenn Bewohner ihre Schlüssel verlieren, sind die nämlich in den Fluss gefallen. Und mit etwas Glück kann man halt bei einem ja, relativ kleinen Fischschatten dann einen Schlüssel finden, statt einem Fisch. Ähnlich so mit Dosen und Stiefeln und Reifen. Und das versuchen wir jetzt mal. Das könnte zum Beispiel ein Schlüssel sein, auch wenn er ein bisschen klein ist, aber es könnte sein. Das muss man jetzt einfach mal so versuchen. Wir dürfen heute auch nicht allzu viel in unser Inventar stopfen, weil wir nichts verkaufen können, weil Nukia zuhört. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das müssen wir alles zu Hause einlagern, wenn wir jetzt Fische fangen oder sowas. Aber gut.
sämtliche Ausrüstung und Items und sowas können wir ja auch in die Briefe stopfen, nur mit Fischen geht das halt nicht. Dann gibt es halt noch Vinci, der heute in unserer Stadt ist zum ersten Mal. Oh, ein Teleskopauge, das haben wir noch nicht. Ich glaube, es beobachtet mich. Sehr schön. Den Fisch haben wir noch nicht, den können wir direkt spenden. Das ist ja natürlich der Best Case, wenn ich... Da war irgendwo ein Ballon. Wenn wir irgendwie Fische fangen. Und halt nicht den Schlüssel, dann, dass wir das dann halt spenden können. Dass wir den noch nicht haben, das ist natürlich Best Case. Aha, HSN, nach die habe ich gerade gesucht. Ich muss dir mal einen Gefallen bitten, Öhrchen. Mich plagen gerade die wichtigen Fragen des Lebens, Öhrchen. Wie zum Beispiel, wie könnte ich mein Haus noch besser machen? Weißt du was? Ich glaube, ich habe die Antwort gefunden. Um es in einem Wort zusammenzufassen, Herzchen. Du willst Herzchenmöbel, krass. Hast du nicht sogar schon welche? Ich brauche ein Möbelstück, das genau das zum Ausdruck bringt. Das würde etwas frischen Wind in mein Haus bringen, heißt er. Also, wenn du über so etwas stolperst, schnapp es dir und bring es dann schnell zu mir, okay? Okay. Perfekt, nun liegt alles in deinen Händen. Du weißt aber schon, was aus dem Flussbarsch geworden ist, ne? Just saying. Ich weiß nicht, ob ich ein Herzchenmöbel habe. So, der Fisch, der hier übrigens runter war, ist ein bisschen zu groß eigentlich. Deswegen müssen wir ihn gar nicht fangen. Der hat eigentlich Idealgröße für einen Schlüssel. Na komm. Mein Gott. Hervorragend. Da ist er auch schon. Wem der wohl gehört? Die gehören eigentlich niemandem, sondern sind universell. Das ist das Witzige. Man kann natürlich, wenn man den Bewohner nicht mag, den Schlüssel zwar trotzdem angeln, aber muss ihm den nicht übergeben. Und wenn dann zum Beispiel jetzt... Also, oh. Was willst du denn? Willst du ausziehen? Langeweile. Ich bin so gelangweilt. Das meine ich total ernst. Nuff, nuff. Sogar mein Haus langweilt mich. Ich glaube, ich muss dringend hier wegziehen. Nein. Nein, sag doch sowas nicht. ASN, wie soll ich denn so zu einem Entschluss kommen? Hör einfach auf, ja, sei einfach still. Ich muss stark sein, ich darf nicht zweifeln. Und sowieso, ASN, du hast kein Recht, mich auf meine Freiheit zu berauben. Meine Freiheit, nuff, nuff, nein. Du wirst nicht ausziehen, ja? Nein, ich werde meine Meinung nicht ändern, dafür ist es jetzt zu spät. Aber ich werde dir nie vergessen, dass du versuchst, mich aufzuhalten, nuff, nuff. Bitte? Seriously? Ich habe jeden verfickten Tag mit dir gesprochen und du willst ausziehen. Warum? Warum? Kann man die echt nicht mehr aufhalten? Ich weiß halt, in Animal Crossing New Leaf geht das halt so instant, wenn man mit denen spricht. Aber dass es hier überhaupt nicht mehr geht, wusste ich jetzt auch nicht mehr so. Beziehungsweise, ja, es geht natürlich überhaupt noch, aber dass es wirklich auch möglich ist, dass man sie versucht zu überreden, aber sie einfach trotzdem wegziehen. Ja, ich werde weiterhin mit ihr sprechen und versuchen, sie noch zu halten, weil ich mag die, ich will die nicht verlieren. Nee, soll bleiben. Verdammt. Solange mir mein Keks nicht wegzieht, ist mir das erstmal relativ latten, aber es ist halt trotzdem kacke. Mann, das wollte ich nicht. Ich renne gerade ein bisschen, ja genau, ich wollte zusammensonnen. Ich wollte zusammensonnen. Nee, man kann jedenfalls dann, wenn jetzt Keks zum Beispiel sagen würde, hey, ich habe meinen Schlüssel verloren, dann könnte ich ihm den Schlüssel, den ich jetzt Samson nicht geben würde, geben und dann würde er merken, oh, das ist mein Schlüssel. Obwohl es ja theoretisch gar keiner ist und eigentlich noch im Fluss noch einer rumschwimmt, der eigentlich seiner ist, naja. Oh, was nützt es mir, dass das ganze Haus hochstemmen kann, wenn ich nicht reinkomme? Ich habe deinen Schlüssel. Bitteschön. Boah, halt dich fest, das ist mein Schlüssel. Pieps, du hast ihn gefunden. Ich habe ihn wieder. Optimal heißt er, 1001 Dank. Ach ja, hier, nimm das für dich. Cool, was? 600 Sternis, ui. Der hätte ich ja fast für einen bestimmten Fisch mehr bekommen. Ah, du bist echt in Ordnung. Ja, danke. Siehst du das auch so aus der Entfernung? Ey, shit. Ich glaube, dafür darf man nichts in der Hand haben. Hey, Samson. Yo. Wir sind Best Friends hier. Super. Und Keks? Ich hoffe, mein Keks auch. Nö, Keks mag mich nur. Ich rede jeden Tag mit dir. Meine Bewohner sind kacke. Nee, die sind immer so... Nee, die sind nicht so kooperativ, so. So, und Nukes Laden hat jetzt geschlossen, wie man auch hier sieht. Kein Licht drin. Wegen Umbau geschlossen, kommt bitte später wieder. Jo, das machen wir morgen. Ich sehe hier gerade, dass hier noch eine Rose ist, also eine rote Rose. Oh, und hier ist natürlich auch ein Stein. Den checken wir auch direkt ab. Ja, das mit Rose ist jetzt echt kacke. Was soll das? Was soll das? Hier ist auch nichts drin.
Nein. So. Oh, Geruid. Was für ein schöner Mega-Dekuid. Ja, die kann man ganz nett verkaufen für 800 irgendwas Sterne. Ich glaube, das ist immer derselbe Preis. Aber ich glaube, den behalte ich jetzt einfach mal. Das ist mein erster. Den behalte ich erstmal. So. Ja, hier ist auch noch was vergraben. Und oben habe ich, glaube ich, auch zwei Echse gesehen. Ich will jetzt halt gerade erstmal die Sachen ausgraben, die ich gesehen habe, weil ich ja auf jeden Fall auch das Teleskopauge habe. Und das Teleskopauge kann ich dann halt direkt mit einem abgeben, mit den Fossilien, zum Analysieren. Und wir müssen auch immer noch Vinci finden. Der läuft ja auch noch irgendwo in der Stadt rum. Ich schätze mal unten, im unteren Quadranten, so würde Sinn machen. Weil da war ich noch nicht, oder generell so halt auf der linken Seite, da bei der Schneiderei war ich auch noch nicht. Da gehe ich dann gleich danach hin, wenn ich beim Museum war. Ich gehe nochmal ins Café, glaube ich. So, noch ein Fossil. Drei schöne Fossilien heute und ein Geruid. Und unsere Taschen sind auch langsam voll. Hier war ich auch schon bei dem Stein. Gut, 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 gut. Ja, meistens waren das dabei die oben, die beiden Steine, oder bei Nuke der, die meine Geldsteine waren. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht mal, wo noch überhaupt andere Steine sind, die ich abchecken muss. Ja, die ist auch schon weit gelaufen. Da oben ist Vinci und da ist eine Fahle. Scheiße. Und da ist auch nochmal Rosi, dann werde ich gleich nochmal mit ihr sprechen. Aber erstmal sprechen wir jetzt mit, wobei, nee, ich spreche noch nicht mit Vinci. Hey Rosi. Heute Abend will ich essen bis zum Umfallen. Je länger ich jetzt laufe, desto besser wird es nachher schmecken. OSN, komm, wir spielen Verstecken. Okay, auf geht's. Yippie, nuff, nuff, oh, ich warte, ich hole noch gerade schnell ein paar Leute. Warte einfach da. Gott, es passiert so viel in diesem Part, krass. Hem, hem, hiermit erkläre ich das Versteckspiel für eröffnet. Und das Zeitlimit beträgt ganze 10 Minuten. Oh, du bist dran mit Suchen. Kannst du uns alle drei finden, bevor die Zeit rum ist? Und in Gebäuden dürfen wir uns nicht verstecken, da brauchst du also gar nicht erst suchen. Dann mal los, fertig, los! Die tut einfach so, als wäre nichts gewesen, sie will ausziehen, verdammt! Na gut. Dann spielen wir uns also zum ersten Mal Verstecken, hier gibt es so viele neue Sachen heute. Zum ersten Mal Verstecken spielen, zum ersten Mal die Schlüsselquest, zum ersten Mal Vinci. Und zum ersten Mal will jemand ausziehen, das ist nicht so cool. HSN, ganz schön beeindruckend, woher wusstest du nur, dass ich hier bin, Lächel? Du warst nicht zu übersehen. Gib nicht auf, es gibt noch zwei andere Leute, die du finden musst. Jo, die kriege ich auch noch. Mit meinem Loser-Lock-Rufgerät oder so. Nee, ich mag die beiden doch. Auch wenn Rosi ausziehen will. Das ist nicht cool, das ist nicht cool. Ich muss echt nochmal nachlesen, wie das denn jetzt hier war mit dem Ausziehen. Das muss ich echt nochmal genauer überprüfen. Vielleicht habe ich noch eine Chance. Ich werde sie einfach jeden Tag nochmal darauf ansprechen, beziehungsweise öfter an jedem Tag. Ich habe ja eigentlich sowieso noch eine Menge vor heute, an dem Tag. So. Also muss nicht unbedingt an dem Tag sein, aber... Ne. Mal schauen. Ich muss auch noch mit den restlichen Bewohnern reden. Hier ist Keks locker, ne? Ja. Ich wusste einfach, dass hier Keks ist. Oh, du hast mich erwischt. Ich muss wohl eingenickt sein. Hast du mein Schnarchen gehört? Du musst nur noch einen von uns finden. Ja, dann mal viel Glück, Clef. Ja, und Rosi werde ich auch finden. Locker ist jetzt schon mit Sack und Pack, so, ne? Abgehauen. Aus meiner Stadt raus. Und lacht sich jetzt ins Fäustchen. Dass ich sie jetzt suche. Verräterin. Ach, hier oben ist noch ein Stein. Das wird wohl mein Geldstein sein. Alter! Ich habe viel zu viel Stuff in meinem... Ja, allerdings habe ich zu viel Stuff. Das heißt, wenn ich jetzt hier Geld raushole, kann ich das nicht mehr aufheben. Okay. Ich schaff's auch nicht, hier Geld rauszuholen, weil das nicht mein Geldstein ist. Okay. Ich wollte ja auch eigentlich erstmal mein Inventar leeren. Im Museum, aber... Ja, da ist mir ja was dazwischen gekommen. Mir fällt jetzt gerade erstmal... Oh, da ist noch ein Stein. Mir fällt jetzt auch erst gerade mal auf, der Vinci ist schon wieder 1000 Kilometer gelaufen, ne? Der war gerade hier noch vor dem Museum, jetzt ist er oben bei Jan und so gewesen, im Wohnviertel. Richtig heftig. So. Bisschen Taste spammen.
Los! Ach, fuck, egal. So, das wird mir keiner klauen hier. Das werden wir uns dann später snacken. Aber erstmal muss ich jetzt noch Rosi finden. Die wird wohl irgendwo unten sein. Ui, hab ich die gerade gesehen? Nee, das war nur das Geschenk. Schon der zweite Ballon heute. Mein Gott. Wir brauchen eine Schleuder. Verdammt. Aber auch die können wir uns sehr bald wahrscheinlich kaufen. Die sollte es beim Super Nuke auch schon geben können. Muss natürlich nicht immer. Sortiment wechselt. Und da ist Rosi. Hey. Oh, Pech aber auch. Du hast mich erwischt, Nuff-Nuff. Der Suchninja von Draconia hat mich aufgespürt. Du bist echt gut, HSN. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Das mit dem Versteckspiel muss ich wohl noch üben. In einer anderen Stadt. Na egal, hier hast du einen Kompakt-Klingoid. Nuff-Nuff. Nur für dich. Hm. Ah, einmal so richtig durchgeschwitzt. Das hat Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt stinke. Aha, okay. Warum auch immer du schwitzt beim Versteckspielen. Das war jetzt, ja gut, das war ein ganz ordentliches Versteck. Ich habe schon dümmere gesehen. Ach, ich erinnere mich gerade. Ich habe doch noch eine Rose mitgenommen. Dann setzen wir die doch mal hier hin. Jetzt bin ich vor meinem Haus, geil. Ja, dann setzen wir jetzt erstmal meinen ersten Gruiden ab. Den zweiten werde ich irgendwann mal verkaufen. Ich glaube, die kann man nicht mal irgendwo auf den Tisch stellen. Dann stelle ich ihn hier neben meine Vogelscheuche. Das war der hier, der Mega-Dekoid. Hallo? Hallo? Sieht echt so, als würde sie so Hi sagen. Was macht der? Okay, der macht so ein Ding-Ding. Okay. Ja, will ich nicht haben. Wobei, ich glaube, ich bewahre die doch mal. Wobei, ja, das bringt nichts. Man kann die später bei Coffee abgeben, aber was bringt das? Man hat dann Gruidenlager, toll, aber ich mag die Dinger eh nicht, deswegen verkaufe ich sie. Mir liegt jetzt nichts an einer kompletten Gruidensammlung. Ihr könnt das Designersofa mal angucken, auch wenn ich das jetzt nicht aufstellen will, weil ich mein Western-Sofa habe. Aber das ist ganz nett. Richtig schönes Sofa. Was sehr bequem aussieht. Das Western-Sofa ist auch schon nicht so bequem, aber das hat noch so Holzarmlehnen. Das Designersofa ist halt wirklich richtig, ja, richtig schön gepolstert. Nein! Scheiße. Ah, das Sprintproblem. So. Ja, Briefe wollte ich ja noch schreiben, aber ich glaube, das wird in diesem Video nichts mehr. Ich will jetzt noch gerade ins Museum gehen. Ach, ach, leck mich doch, dass das nicht auf dem Tisch ist. Nein! Ich wollte rausrennen. Verdammt. Jedes Mal. So. Ja, ich gehe jetzt noch ins Museum, gebe den Fisch ab, lass die Fossilien analysieren. Und ich glaube, Vinci machen wir dann beim nächsten Mal und ja, vielleicht gibt es dann ein bisschen Stadtplanung. Vielleicht aber auch erst morgen. Morgen wird es aber ja auch, stimmt, ich habe ja noch Geld hier liegen. Morgen gibt es ja auch auf jeden Fall noch hier, ja, Nuke und so, ne? Super Nuke. Hey! Oh, verzeihen Sie mich, ich bin schon wieder eingepennt, aber das sind Sie ja von mir gewohnt. So, ich will erstmal was stiften. Uhu, ist dem so. Hier ein Teleskopauge, nur für dich, mein Freund. Ein Teleskopauge, in der Tat. Teleskopaugen sehen wie Jungfische, sehen als Jungfische wie gewöhnliche Goldfische aus. Aber je älter sie werden, desto mehr stülpen sie ihre Augen heraus, bis sie schließlich ihre charakteristische Form anhaben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen kleinen Goldfisch gekauft und eines Tages plopp. Aber ganz abgesehen davon, ich danke Ihnen. Das ist, ja, sehr interessant, so. Dann bitte einmal hier. Das finde ich hier zum Beispiel besser als in New Leaf. Man kann einfach auf Spenden gehen. Und dann sagt er hier so, dann, ein unidentifiziertes Fossil. Ja, dann muss ich aber erstmal hier analysieren. Und bei New Leaf muss man wirklich auf Analysieren klicken. Wenn man mit unidentifizierten Fossilien auf Spenden klickt, sagt er so, nee, aber das müssen wir erstmal analysieren. Dafür brauchst du den anderen Menüpunkt. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja, das ist ein Triceratorso. Oder eher, wuhu. Und so wird dieses Stück Teil unserer faszinierenden Sammlung. Und wunderbar, der Triceratops ist vollständig. Ich habe gar nicht meine Liste offen übrigens. Muss ich gleich noch korrigieren. Der Triceratops war ein Pflanzenfresser, der gegen Ende der Dinosaurierzeit lebte. Mit seinen drei Hörnern und seinem großen Nackenschild könnte man ihn wirklich für wilder halten, als er war. In Wirklichkeit diente der Schild als Ansatzfläche für die mächtigen Kaumuskeln. Seine Beißkraft soll größer gewesen sein als die einiger Pflanzenfresser, Fleischfresser. Ich muss mich entschuldigen, ich bin so überaus aufgeregt. Bei so einem Prachtstück gerate ich mal wieder in Wallung. Noch was? Natürlich, wir haben noch zwei weitere.
die vielleicht die Sammlung bereichern, während sie nicht schon vorhanden sind. Ja, ich muss aber analysieren. Ja, weiß ich doch. Das ist ein Bernstein. Oh. Ja, davon habe ich in New Leaf zu viele. In New Leaf. Breath of the Wild, mein Gott. Ah. Bernstein ist Baumharz, das über die Jahrmillionen fest geworden ist. Manchmal sind sogar Insekten darin eingeschlossen. Geschieht ihnen recht. Aufgrund ihrer Schönheit. Wieso das denn eigentlich? Ach so, ja stimmt, der mag keine Insekten, deswegen sagt er das, okay. Aufgrund seiner Schönheit und des Interesses für die Wissenschaft ist er recht wertvoll. Aus diesen wundersamen Steinchen können wir viel über die vergangenen Jahrzehnte und das Zeitalter lernen. Puh, ich muss mich entschuldigen, schon wieder so aufregend hier. Und sie haben sogar noch eins. Ja, ich habe sogar noch eins dabei. Bitteschön. Nanu! Ja, hier. Faszinierend, ich habe dich identifiziert und es ist ein T-Rex-Schwanz, aber den haben wir leider schon. Na, so breit die haben sie mal lassen, wie es scheint. Besäße ich genug Sterne, dies würde ich ihnen glatt dieses Exemplar abkaufen. Doch leider ist dies nicht der Fall, deswegen bitteschön. Was, Nuhu? Weg bitte. Sie sind ein wahrer Wohltäter, bitte bleiben Sie uns erhalten. Ist zufällig jemand im Café? Nee. Da trinken auch keinen Kaffee. Manchmal sind natürlich Leute, dann kann man noch mal ein bisschen mit denen schnacken, aber hier ist gerade keiner. Es wird natürlich unsere Beziehung stärken. Fuck, habe ich eigentlich am letzten Tag mit Sina geredet? Das wäre eigentlich ganz wichtig. Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Naja, wir werden ja morgen, also im nächsten Part besser gesagt, erstmal sowieso nochmal zur Schneiderei gehen. Dann werden wir auf jeden Fall mal mit ihr sprechen und hoffen, dass ich beim letzten Mal auch mit ihr gesprochen habe. Sonst wäre das vielleicht ein bisschen kontraproduktiv für unsere Beziehung. Mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder in Europa gehabt. Bis dahin. Tschüss.